Willkommen, Freunde, zu Tower Princess, I've come for you. Eine neue Demo auf Steam, die schauen wir uns jetzt mal an. Wir haben auf Continue. Press Start Button. Machen wir das doch mal. So. Was haben wir denn hier für Möglichkeiten? Hier kann er um sich schlagen. Okay. Was hat er noch für Möglichkeiten? Ah, hier kann er ein bisschen... eskalieren. Okay. So ein bisschen, ja, wie soll man das sagen? So Mario 3D-mäßig, oder? Das ist ja noch mal nicht schlecht. Das ist ja auch schon lange nicht mehr gespielt. Hier kann man sich bestimmt wieder schön verlaufen. So. Torx, sind die denn uns wohlgesonnen oder eher nicht? Ah, hier steht ja bestimmt, wie man Torx, ne? Dodge, Interact. Okay. Da kann man sich drehen. Okay, hier können wir mit ihm sprechen. Greetings. Fellow Knight, welcome to the Dragon Castle. Oh, hier ist Geld. Können wir das irgendwie einsammeln oder so? Jawohl. So, der Pfeil zeigt aber in die Richtung, dass ich nach links laufen muss. So, der erzählt uns hier erstmal eine Menge. Was haben wir gemacht? Da können wir auch erstmal ordentlich talken. Alter, mit was trainiert er denn mit so einem Holzstamm? Ist ja unglaublich. So, use tab select to view controls. So, da können wir die Controls angucken, ist auch schön. So, jetzt zermanschen wir hier erstmal einiges. Oder auch irgendwas einsammeln oder so? Nö. Sag ich, wenn wir den hier ein paar verpassen, aber der will sich gar nicht prügeln mit uns hier. So. Das mit dem Pfeil finde ich ein bisschen komisch. Weil der zeigt ja so schräg nach unten links, oder? So, wir schauen nochmal. Drop Object, okay. Movement, Use Object, okay. Hiermit. Ah, wenn wir nach oben drücken, haben wir volle Gesundheit. Wenn wir nach rechts drücken, passiert gar nichts, da unten auch nicht. .385 .386 .398 .515. Ah, da kommt irgendwie auch nichts Vernünftiges bei raus, ne? So, was haben wir hier? Hier haben wir eine Schatzkiste. Können wir die irgendwie öffnen? Nö. Hält uns natürlich der Schlüssel zu, ne? Open Door. Ich hoffe, dass wir hier überhaupt richtig sind. Oh, das nenne ich nochmal Timing. So, da kann ich nach oben springen.
Wie kann ich denn noch mal? Ja. Aua! Doch bestimmt die Möglichkeit, mich zu rollen, oder? Ach ja, hier war das. Genau. Aua! Also das ist schon gar nicht so einfach hier. Ja, irgendwer, der mir hier in den Arsch schießt. So. Hier haben wir ein Kristall. Ja. Der Steuerung, das üben wir aber nochmal. Kann ich den grün und blau hauen, oder wie? Ja, mehr kann ich nicht machen. Ich kann da nur drauf rumhauen. Oh, den haben wir erledigt. Sehr gut. So. Wie kommen wir da jetzt rüber? So natürlich nicht. Nö. Ja, fall ruhig runter. So, wir laden erstmal die volle Energie auf. Ah, wenn wir da klopfen, dann... Ah, okay. Dann schickt er uns sozusagen so eine kleine Insel hier, wo wir drauf springen können. Oh, komm her hier. So geht das auf jeden Fall. Alter Schwede, ey, das ist gar nicht so einfach. Das Timing muss man erstmal hier drauf haben. Ja, komm her hier. Oh, da haben wir gleich beide gut erledigt. Oh, komm her. Mehr haben wir nicht. Ich dachte, wir hätten noch irgendwas anderes irgendwie zum Futtern oder so. Aua. Ey. Jetzt müssen wir da irgendwie hochkommen. Die Sperre gucken raus. Die Speere meine ich. Aber hier kann man einen Schalter umlegen. Ah, das ist alles klar. Das macht man nicht irgendwie mit der Interaktionstaste, sondern man gibt den erstmal ordentlich an mit dem Schwert. Alter. Das ist aber hier Nummer heavy. Ist hier denn irgendwie Energie versteckt oder so? Oha! Ja, komm, gib mal alles. Oh, das war's schon. Ja, gut. Aber ich brauche auf jeden Fall Energie, weil mir fehlt Energie. Schlecht aus. Nur noch 4 Herzen. So, öffne die Tür. So, ist die Frage, was können wir denn jetzt hier machen? Aua. Oh, das sieht nicht gut aus, ey. Wir haben nur noch 2 Herzen. Keine Energie. Und sind sowas von lost hier. Los, komm, bitte ein bisschen was zu futtern hier. Seid mal so gnädig. So, wie war das hier? Ach, jetzt. Den Move vergiss ich doch mal wieder. Naja, so natürlich nicht. Wie war das? Jetzt müssen wir nochmal gucken. Ist
normal springen. Okay, das war das. Ah, alles klar. Müssen wir mal nach oben. Mal schauen, ob wir wie weit wir kommen. Din, 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 din. Wo ist er denn jetzt hier? Unser Störenfried. Ah, Mann. So sollte das dann... Ah, jetzt bin ich ja völlig lost. So sollte das doch nicht passieren. So, hier hoch. Aufpassen. Ah, ich falle immer wieder drauf rein. So, dreh dich. Dreh dich, ich sehe dich. So. Aua. Ja, aufpassen, hier sind wieder... Genau, da kommen wieder die Speere aus dem Boden. Okay. Die Kleinen, die gehen ja noch. So. Müssen wir mal schauen. Okay. Wir werden immer Pfeile geschossen. Wäre auch nicht schön. Oha, ob wir das schaffen? Obwohl das geht ja. Ah, doch nicht. Ja, fall ruhig runter. Oh, dann fangen wir da unten wieder an. Ich glaub's ja nicht. Na, egal, komm. Kennen wir ja jetzt so einigermaßen, ne? Hier, das hatten wir ja jetzt ausgelöst. Oh, nicht schon wieder. Das mit dem Drehen, mit der Ansicht finde ich ein bisschen nervig. Das wäre wahrscheinlich mit... Ich spiele es ja gerade mit dem Joypad. Ich glaube, mit der Maus wäre es und Tastatur wäre es dann wahrscheinlich ein bisschen schneller gehen, bis er sich dreht. So, fahr mal schön nach oben. Jo. So. Das könnten wir jetzt aber packen. Wir waren ja eben gar nicht so schlecht. Na komm, geh schon auf. So, jetzt sind wir oben. Können wir das einsammeln hier? Nee. Ist ja komisch irgendwie. Ich dachte, der interagiert dann irgendwie mit dem. Nö. Will er nicht. Ist eigentlich auch komisch, ne? Dass man ohne Intro einfach in so einem... Oh, in irgendein Level startet. Man eigentlich gar nicht weiß, warum man hier ist. Okay, Rescue... Achso, das ist so eine Art... gleiche Anfangstutorial. So, wir sollen die Prinzessin retten. Das ist ja schön. So. Jetzt die Frage, von wo sind wir denn gekommen? Ah, hier waren wir noch nicht. Ja, komm her, ja, grünes Vieh. Jetzt geht's da runter. Also sehen aus wie grüne kleine Ameisen. Was machen wir? Gehen wir jetzt hier runter? Die Frage, was wir da finden, ne? Könnt ihr ja mal testen. Das ist ein Wackelpudding. Aua. Hm. Kann ich überhaupt drauf springen?
Ja, das geht. Ach so, das sind... Die kommen sogar hinter mir hinterher. Na, das ist ja nicht schön. So, wir zerstören jetzt hier mal die Fässer. Ja, wir brauchen unbedingt Energie. Aber wir finden irgendwie keine. Ich glaube, wir hauen wieder ab. Die grünen Viecher sind zu lästig. Ich weiß ja nicht, ob es oben besser ist, aber wir haben kaum Energie, ne? Zwei Herzen haben wir noch. Ich glaube, wir müssen hier lang. Oh, hier ist alles voller Gold. Das sieht ja schön aus. Hier dreht sich wieder alles nur um die Kohle. So, hier hätten wir noch so einen schönen Move, dass wir uns so drehen können. Genau. So, hier können wir nichts machen. Hier können wir auch nichts machen. So, wir haben noch ein Herz. Ah, ist doch Mist. Warum kriegen wir keine Energie? Ja, hier vielleicht. Jetzt haben wir den Mechanismus auch gleich ausgelöst. Ich wollte eigentlich erstmal gucken, ob es hier was zu futtern gibt. Nö. So, gehen wir mal hier rüber. Aber Glück gehabt, ja. Okay, die sind ja noch relativ einfach, aber ein Treffer von denen, dann war es das bei mir. So, hier komme ich auch nicht rein. Ja, die kleinen Wachen hier. Oh, hier liegt das Geld wieder auf der Straße. Sehr schön. Okay, von da komme ich ja. Was ist das denn hier eigentlich? Hier wird groß aufgetafelt, aber ich kann mir davon nichts nehmen. Okay, hier geht's nicht weiter. Eine magische Sperre. Da kommen wir auch nicht durch. Die müssen wir wahrscheinlich wieder lösen, vermute ich mal. Naja. Gehen wir mal weiter. So, wir versuchen es hier nochmal. Da war ja oben ein Hebel, den ich wahrscheinlich ausgelöst habe. Aber dann vielleicht auch wieder zurück gelöst habe. Und dadurch ist die Sperre wieder zu. Kann sein, ich weiß nicht. Den. Hier. Kommen wir denn nicht von da irgendwie darüber? Sieht so aus, als wenn in der Mitte da noch irgendwas Interessantes wäre. Jo. Genau, da lang. Alter, das Schwert ist größer als mein kleiner Ritter hier. Ja. So. Genau, hier wollte ich mal lang. Alter, da ist ja die Prinzessin. Oh. Brains hat sie gesagt. Also, die ist ja verzaubert wie so ein Zombie hier. So. Oh, ich hab trotzdem, glaube ich, keine Energie. Das gibt's ja nicht.
So, irgendwo mal was Essbares finden. Dass ich hier meine Herzen auflade. Das ist doch Mist. Ist das hier ein Klo? Kann ich ja auch interagieren mit? Nee. So, auf jeden Fall haben wir einen Schlüssel eingesammelt. Jetzt ist die Frage. Jo. Alles klar, ich wusste jetzt nicht, ob wir sie retten sollen oder nicht. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie mir irgendwie einen vor die Mütze haut. Was macht die eigentlich? Kann ich der... Ach, die tut mir gar nichts. Okay, also die folgt mir einfach nur. Das ist doch gut. Ah, hier für die Prinzessin schon roter Teppich. So, dann dreh dich hier mal, damit ich mal eine vernünftige Ansicht habe. So, komm Prinzessin, wir gehen da mal rüber. So, er sagt Inventory. Wo haben wir denn unser Inventar? Das ist doch... Drop Objects, Dodge, Interact, Special Attack, Special Jump. Ne, das ist einmal die Tastatur erklärt. Das ist das. Ah, alles klar. Hat funktioniert, sehr gut. Sind jetzt immer noch ein Zombie, nö. Jetzt können wir hier weiter. Oha. Das nur mit einem Herz. Kann ich mich hier eigentlich aufladen oder was ist das hier? Weil ich kann da nichts machen interaktiv. Ey, das schaffen wir doch nie. Mit einem Herz. Ja, habe ich mir doch gedacht. Naja, Prinzessin ist auf jeden Fall befreit. So, schwing, schwing, schwing. Oh. Alter Schwede. Ach, sie kann sich da hin und her beamen, okay. Ist ja auch schon mal nett. So, ich kann aber irgendwie kaum was einsammeln. Das nervt mich so ein bisschen, muss ich sagen. Naja. So. Das haben wir auf jeden Fall geschafft. I've come for you, meine Prinzessin. Oh. Das sieht doch hier schon ganz anders aus. Oh, die haben mich gleich platt gemacht. Alter, keine Chance. Was geht denn da ab? Alter. Ich weiß gar nicht, ob das gut ist, dass ich hier alles irgendwie platt machen will. Kann ich den hier nicht befreien oder so? Okay, in das Grüne darf ich auch nicht reinlaufen. Ich
glaube, ich muss den am blauen treffen hier, ne? So, der ist auf jeden Fall platt. So, hier haben wir die ganzen Fässer, die können wir noch zerstören. Jawohl. Ja. Irgendwie schade, ne? Wenn man alles kaputt macht. Aber auf hier hat das wenig Sinn. So, ah, okay. Ach du Scheiße. Ich hoffe, der hilft mir. Aber das sieht wohl eher nicht so aus, oder? Ah, es geht weiter. Gott sei Dank, ey. Ich dachte schon noch, gegen den auch noch kämpfen soll. So, was... What happened? The demo is over. Congrats, you have to reach end. Oh, das ist aber ein schnelles Ende. Naja, auf jeden Fall Eindruck gewonnen. Ich denke mal, wenn das Game fertig ist, wird das wirklich ein Sahnespiel. Also, mir hat's gefallen, muss ich sagen. Es ist ein bisschen komisch, weil es kein Intro und so gab, aber okay, ist doch für ein Demo mal in Ordnung. Ich würde sagen, dann beenden wir das Ganze hier. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dahin.